Mit 7 Positionspapieren hat die Landesgruppe diese legendäre Klausurtagung vorbereitet. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass wir unseren Job machen, nämlich in der Großen Koalition in Berlin unsere Betriebsanleitung abarbeiten, nämlich den Koalitionsvertrag. Und da hat die CSU klare Vorstellungen, vor allem was den Bereich Wirtschaft, Steuern, Finanzen und Arbeit betrifft. Und auch 2015 wird natürlich das Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik ein ganz großes weiterhin sein. Zum einen in der humanitären Verantwortung gegenüber den wirklich Schutzbedürftigen, aber mit klaren Regeln einer ausgewogenen Asyl- und Flüchtlingspolitik für die, die im rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt wurden, dann auch die richtigen, konsequenten Schlüsse zu ziehen. Was wir vorschlagen, sind schnellere Verfahren. Und zwar nicht nur durch die Personalaufstockung, was wir schon gemacht haben und im kommenden Jahr noch weiter vollzogen wird, sondern auch durch die Änderung der Verfahren. Wir wollen ausgewogen agieren zwischen dieser Solidarität gegenüber den Schutzbedürftigen und auch dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung, die da sagen, das Asylrecht ist nicht für die Wirtschaftsflüchtlinge gemacht, sondern für die, die wirklich schutzbedürftig sind. Wir haben im vergangenen Jahr 2014 von Seiten des Bundes die Länder und Kommunen gerade bei dieser Aufgabe durch zusätzliche Millionen unterstützt. Und wir haben bereits für die Jahre 2015 und 2016 eine weitere Milliarde beschlossen, die über die Länder den Kommunen zur Bewältigung der Flüchtlingsfrage gewährt werden. Und in dieser guten Stimmung erleben Sie die CSU. Wir haben auch über Weihnachten dafür gesorgt, dass der Schnee hier angekommen ist. Das war in den letzten Jahren ja nicht so der Fall und von daher freuen wir uns in guter Stimmung.